Beim Garmin Edge lassen sich verschiedene Aktivitätsprofile erstellen und ich werde dir mal kurz zeigen, wie man ein komplett neues Aktivitätsprofil erstellt. Das geht auch relativ einfach. Wir gehen hier auf Einstellungen, dann auf Aktivitätsprofile. Wenn man bestehende noch ändern möchte, dann wählt man hier eins von denen aus und kann das dann entsprechend editieren. Aber wir werden ein neues erstellen, dafür gehen wir hier auf dieses Pluszeichen. Und können hier jetzt den Namen ändern. Ich klicke das bloß mal an. Wir lassen den Namen jetzt aber erstmal. Und wer das ändern möchte, der tippt das entsprechend hier ein, hakt das hier unten ab und kann hier dann noch die Farbe ändern. Ich wähle hier mal in grün. Die Trainingszeiten lassen sich für jedes Aktivitätsprofil entsprechend anpassen. Das heißt, wenn wir später fahren, dann haben wir die Möglichkeit, das jetzt so anzupassen, wie wir es später dann alles sehen möchten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn wir Seite 1 nehmen, dann können wir hier wählen, wie viele Bereiche angezeigt werden sollen für die Seite 1. Wenn ich sage, ich möchte 6 haben oder 7, dann wird das entsprechend angepasst. Und wenn wir das jetzt dann abhaken, dann haben wir die Möglichkeit, hier jeweils alle Einstellungen vorzunehmen. Dafür gibt es aber ein separates Tutorial für die einzelnen Anzeigeseiten. Ich hake das jetzt einfach mal ab. Und hier lässt sich, wie gesagt, alles komplett ändern. Auf diesen Trainingsseiten, Rundenübersicht, also Virtual Partner und so weiter, die Karte. Dann lässt sich weiter die Navigation einstellen. Also Trainingsseiten hatten wir gerade, jetzt die Navigation. Hier gibt es zwei Einträge, einmal die Karte und das Routing. Wenn wir jetzt Karte wählen, dann können wir hier noch Einstellungen vornehmen, ob wir die Ausrichtung und Fahrtrichtung haben wollen, den automatischen Zoom. Wir können sogar die Karte selber wählen, das heißt, wo holt er sich die Informationen. Wenn wir mehrere Karten installiert haben, dann können wir das hier entsprechend auswählen. Ich habe hier die Topo Deutschland Karte, die ist aktiviert, das sieht man auch. Und ich klicke das mal an, aktiviere das und wie gesagt, das wäre das für die Karte. Das Routing selber ist auch sehr interessant. Hier kann man zum Beispiel sagen, Aktivität, Fahrrad, ja, sehr belebte Straße, wie man hört. So, ich nehme hier zum Beispiel Mountainbike für die Routenberechnung. Dadurch werden dann halt mehr Wege speziell für Mountainbiker ausgewählt. Das funktioniert aber nur mit topografischen Karten. Dann haben wir hier die Rechenmethoden für die Navigation, ob bevorzugt das auf Straßen fixiert werden soll. Ich sage immer nein, weil ich möchte eher mehr durchs Gelände. Und man hat hier auch die Vermeidung einrichten Möglichkeit, das heißt, hier können wir wählen, welche Sachen vielleicht noch ausgeschlossen werden sollen. Die automatische Neuberechnung, das wäre das, Karte Routing, dann gehen wir noch weiter runter und hier können wir halt noch einige Einstellmöglichkeiten vornehmen. Automatischer Seitenwechsel, wenn wir fahren, dass dann automatisch die Seiten gewechselt werden. Und ja, das reicht dann auch mal. Hier kann man das wieder löschen, wenn man Lust hat. Aber wir möchten das gerne jetzt auch benutzen. Wir haben ja Profil 1 gehabt. Hier sehen wir das an dem grünen Symbol. Momentan ist aber noch mein Training aktiviert. Das heißt, wenn ich das jetzt auswählen möchte, klicke ich hier rauf, gehe hier auf Aktivieren. Und dann steht da auch schon Wechseln von Mein Training nach Profil 1. Tipp das an. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann sehen wir das auch schon in dieser Zeile. Wollen wir das ändern? Klicken wir hier einfach rauf. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Und da ist es dann. Im Hintergrund sehen wir auch die Farbe, die wir ausgewählt haben. Und das war's schon.